Ah, da ist sie. Booker, komm her. Was? Was ist? Ich bin hier. Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Na dann, Songbird. Würde ich sagen, reiß alles leisten. Reiß mach alles mal so, nieder. Was du am besten kannst. Wo ist er? Wo ist er? Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Gut. Elizabeth, es tut mir leid. Was ist das hier? Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Okay. Wenn man sich das hier anguckt, ich glaube, man weiß, wo man hier ist, wenn man die anderen Teile kennt. Moment. Ist das nicht sogar der Anfang? Der Anfang von Bioshock 1? Wo man hier das Donnerplasmid bekommt und dann hier runterstürzt? Kann sehr gut sein. Jetzt die Frage, ist das in der Zeit vor Bioshock 1 oder in der Zeit nach Bioshock 1 bzw. nach Bioshock 2? Ah, er brennt aber noch alles. Ja, ja. Wo ist sie denn? Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elizabeth? Was meinst du damit? Ein Durchgang? Ah, die Kamerakugel. Ich muss es dir zeigen. Das werde ich vermutlich bereuen. Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Ich weiß nicht, was sie uns zeigen will. Werden wir aber, denke ich mal, gleich erfahren. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen.
Okay. Öffnen wir die Tür und betreten diesen Turm. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Okay. Leicht. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird... Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Also das Spiel wird für mich immer verwirrender. Sie will jetzt da lang. Okay, leider gibt es keine Abzweigung in eine andere Richtung. Das heißt, wir müssen da lang. Ich weiß nicht, was das Ziel von dem Ganzen hier sein soll, letztendlich. Okay, hier gibt es auch wieder eine Abzweigung. Sie wäre jetzt anscheinend da lang gegangen. Ich gehe da lang. Ich weiß nicht, ich mache das jetzt alles ziemlich random. Also da, wie ich gerade Lust habe, gehe ich da halt lang. Weil ich eh nicht weiß, was am Ende auf uns wartet. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen, wiedergeboren zu werden. Nimm meine Hand. Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Aber pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Und noch einmal Comstock. Okay. Dann öffnen wir diese Tür und gelangen wahrscheinlich zu ihm. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Okay. Können wir uns das jetzt aussuchen? Entweder zu ihm oder durch die Tür? Nehmen wir die Tür. Oh, was haben wir hier? Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein...
Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stock. Okay. Ja, aber anscheinend müssen wir ihm das Baby geben. Dann, ja, bleibt uns wohl keine andere Wahl. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Okay. Vorbei ist es, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Natürlich sehr tiefsinnig. Aber da hat sie recht. Das im Übrigen ist der Turm von Anfang des Spiels, den wir betreten haben und mit dem wir nach Columbia gereist sind. Ich weiß nicht, was wir hier nochmal sollen. Hey, ich spiele nicht mehr mit. Hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus. Geht sie zurück. Geht sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Nein. Gib sie mir wieder, du Schwein. Es ist soweit. Los. Nein. 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 Anna. Anna. Gib mir meine Tochter zurück. Nein. Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Okay. Ich scheine minimal zu verstehen. Okay. Ah, deswegen der Name Anna, der auch am Anfang des Spiels immer wieder aufgetaucht ist. Jetzt verstehe ich den Namen. Wir haben auch gesehen, wie Elizabeth ihren kleinen Finger verloren hat, und zwar durch den Riss, der geschlossen wurde, blieb der kleine Finger noch draußen. Ah, okay, es leuchtet alles ungefähr ein. Aber warum wollten sie das Mädchen? Was hat er getan? Was für eine Schuld? Ich weiß es doch nicht. Ah, okay, wieder durch die Tür? Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Ich glaube, das AD auf seinem Namen steht wohl, damit er es nicht vergisst anscheinend, für Anna DeWitt. Also das ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß nicht, wofür das AD sonst noch stehen könnte. Das wäre jetzt das, was mir so spontan darauf einfällt. Und einfach nur, damit er halt den Namen nicht vergisst. Das ist jetzt meine Interpretation der zwei Buchstaben. Okay, durch den Riss.
bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Bringen Sie uns die Kleine. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich hab's erlebt. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ganz schön hart. Das heißt, wir betreten jetzt noch eine Tür und landen dann in der Zeit vor seiner Geburt. Um ihn dann zu töten, beziehungsweise er hat es ersticken genannt. Na gut, etwas verharmlos ausgedrückt, aber beides läuft auf selbe hinaus. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit Was für die das? Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersticke ihn in seiner Krippe. Ersticke ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Oh,